Und Sie haben ja gestern schon diese Folie zum größten Teil gesehen. Ja, ich habe es ja immer unter Trend schon in dem Bereich Basisimmobilien, in dem Bereich Sicherheitsimmobilien, ja, und die Premiumimmobilien, nämlich die Denkmalimmobilien, die Ferienwohnungen oder die Ferienparks, worum es heute geht. Und ich kann Ihnen heute schon sagen, ein absolut, ich habe mich da wirklich intensiv mit beschäftigen müssen, weil es auch nicht mein Spezialgebiet ist. Aber ein absolut tolles Objekt, was Sie heute präsentiert kriegen, aber auch mit den Hintergründen, warum wir auch gerade dieses Objekt mit hier bei uns in den Vertrieb reingenommen haben für Ihre Kunden. Sie werden auch heute sehen, dass es Sinn macht, gerade auch jetzt in dieser C-Zeit, Ferienimmobilien, Ferienparks vielleicht in dem Bereich Ihren Kunden zu beraten. Weil die Zeit wird für dieses Marktsegment, für diese Investmentklasse wiederkommen, wenn man mal ein bisschen auch positiv, und Sie kennen mich, ich denke immer positiv, ja, positiv in die Zukunft guckt. Also wie gesagt, heutiges Thema Premium-Immobilie, Ferienparks. So, und zwar handelt es sich bei diesem Projekt um den Ferienpark Hambachtal Success Holiday Parks, ein alteingesessener Park, der schon länger existiert. Erstmal ein paar schöne Bilderchen, damit Sie einen kleinen Überblick haben, wovon reden wir denn überhaupt? Ja, Sie sehen hier mal wunderbare Häuser, ja, die komplett saniert werden in den nächsten Jahren, aber da sage ich gleich noch was zu. Ich habe schon die exakten Zahlen, was bis dato gemacht wurde und was der Herr von Leuven noch in Zukunft jetzt machen wird oder was er gerade sogar in der heutigen Zeit macht. Und das ist das Ausschlaggebende mit. So sehen so einige Häusertypen aus. Hier zum Beispiel das schöne Schwimmgelände mit Hallenbad, mit Wasserrutschen, mit allem, alles das ist natürlich in dem Park vertreten. Wir reden hier von 218 Häusern mit drei verschiedenen Typen. Und Sie sehen es hier auch, es ist eine sehr, sehr große Anlage. Es ist sogar ein Hotel drauf. Man kann sogar auf dieser Anlage, aber da wird der Herr van Leuven gleich noch was zu sagen, auch campen. Beziehungsweise, Herr van Leuven, ich hole Sie gleich mal mit im Spiel. Erzählen Sie doch mal ein bisschen erstmal was über die Anlage. Was ist alles so auf der Anlage? Welche Möglichkeiten hat man da eigentlich alles, wenn man diese Anlage als Urlauber besucht? Vielen Dank, Herr Rothemann. Ich mache das gerne für Sie alle. Was ich Ihnen sagen kann, ist, wir haben da ein Gelände von 40 Hektar. Die wird getrennt durch eine Kreisstraße. Sie sehen wohl ungefähr die Oberseite und die Unterseite. An der Oberseite sind die 218 Ferienhäuser. Da sind 48 Apartments. Und an der Unterseite gibt es ein Zentralgebäude mit einem Stausee. Die Stausee sehen Sie da auch wohl. Und im Zentralgebäude, ja, da hat man eigentlich alles. Da können wir 650 Gäste zu essen geben, mit Buffet-Restaurants, mit à la carte Restaurants. Wir haben ein subtropisches Schwimmbad, Rezeption, Spielhalle, Diskothek, Saunalandschaft für 125 Gäste, und dann noch ein riesen Außenbereich bei dem Zentralgebäude. Wir haben ein Ferienpark mit 1200 Betten. Das ist eigentlich das Wichtigste von das Konzept. Okay, super. Erstmal recht herzlichen Dank schon mal für die Info. Gehen wir kurz auf die Facts ein. Der Ferienpark Hambachtal befindet sich in 55765 Oberhambach. Das ist im Hunsrück auch eine touristische, hügelige, wunderschöne Landschaft. Wer sich dort ein bisschen auskennt, ja, nicht unweit oder 2 Autostunden von Köln weg zum Beispiel, sehr gut gelegen halt. Um eine ruhige Urlaubszeit auch dort zu vollbringen. Ja, wir reden hier von einem Bestand, Herr van Leuven, ich glaube 40 Jahre alt, wenn ich es jetzt auswendig weiß, richtig? Stimmt, stimmt. Ja.
Und der Herr van Loon mit seiner Gesellschaft saniert komplett die ganzen Häuser durch. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Zum Verkauf stehen insgesamt 218 Einheiten. Aber es sind natürlich schon einige verkauft. Im Anfang des Jahres und auch Ende letzten Jahres. Wie gesagt, aber wir haben noch genug Futter für euch. So, Baujahr respektive die Sanierung. Herr van Loon ist schon 2019 damit angefangen, dieses Objekt, also diese Häuser zu sanieren, setzt sich weiter fort 2020. Das Objekt befindet sich auch gerade, und das ist das Sensationelle, in der Sanierung. Herr van Loon hat gesagt, ja, was soll das? Ich nutze die Zeit, wenn wir jetzt sowieso nicht vermieten können und dürfen. Ja, und dann kann ich viel schneller die Häuser sanieren, habe viel schneller fertige Häuser. Und alleine das, dass er in dieser Zeit die Sanierung von den Häusern vorantreibt, die Baustelle ist voll am Laufen. Wenn Sie da heute hinfahren würden, würden Sie an den Häusern die Bauarbeiter sehen. Ja, also das ist schon... Ist schon ein Mut von Ihnen, Herr van Loon, und finde ich absolut gigantisch, aber da werden Sie natürlich gleich noch was dazu sagen, warum, wieso, weshalb. Dann geht es 2021 mit weiteren Sanierungsmaßnahmen weiter, sodass Sie im Jahre 2022 bis 2023 mit einem Neubau von einem Wellnesshotel auch abgeschlossen sind. So, wir reden hier bei den Häusern, was aber nicht das Ausschlaggebende ist, von Gesamtflächen von 70 circa Quadratmeter bis circa 90 Quadratmeter. Das Ausschlaggebende ist aber auch gerade für den Betreiber, weil wir reden hier bei diesem Ferienpark von einer Betreiberimmobilie. Wie viele Betten befinden sich denn in den Häusern? Herr van Loon, wie viele Betten haben wir denn pro Haus so ungefähr immer? Wir haben ja drei verschiedene Haustypen. Ja, wir haben drei verschiedene Typen. Die sind alle entweder ein Viererhaus, entweder ein Sechserhaus. Die von 70 Quadratmeter sind alle ein Viererhaus und die von 80 und 90, das sind beide Sechserhäuser. Die von 90 ist etwas größer. Das ist das Unterschied. Aber das Bettenanzahl ist gleich. Okay. Und wie werden denn diese Häuser, werden die auch in der Regel zu viert und zu sechst auch genutzt immer? Ja, nicht immer. Wenn das so wäre, dann kamen wir zu 100% Belegung, aber das kriegen wir nicht hin, das schafft man nicht. Die Sechserhäuser werden mit 4 belegt, die Viererhäuser werden mit 3 belegt oder mit 2, ist unterschiedlich. Ändert sich auch jeden Tag. Okay, aber es ist ja dann eine vernünftige Auslastung, wenn ich das jetzt so höre. Klar, die Auslastung ist sicher sehr gut. Okay, sehr schön. Ja, und für den Vertrieb natürlich sehr erfreulich, dass wir hier sehr niedrige Kaufpreise haben, nämlich beginnend ab 115.000 bis zu 144.000. Und was natürlich für einen Anleger ganz, ganz wichtig ist, das ist natürlich das Thema Mietsicherheit. Das kennen wir ja aus dem Bereich Sozialimmobilien. Ja, hier hat die Mutterfirma eine sogenannte Patronatserklärung auch abgegeben für diese 5% Netto-Mietrendite, die heute schon im Pachtvertrag beziehungsweise auch im Kaufvertrag schon festgelegt sind. Also wir reden hier bei dem Objekt, und das ist natürlich sensationell, eine Rendite, eine Netto-Rendite von 5%. Es kommen auch hier, Sie sehen es dann, wenn wir mal das Hausgeld betrachten, es kommen hier keine weiteren Kosten auf den Eigentümer des Hauses zu, weil komplett alles hier in dem Bereich von der Betreibergesellschaft übernommen wird. Herr van Loon, vielleicht sagen Sie noch mal ein bisschen auch zu diesem Thema was. Was die Betreibergesellschaft dort alles, also auch was das Gemeinschaftseigentum, beziehungsweise es gibt ja kein Gemeinschaftseigentum, aber auch die Anlage, wie die gepflegt wird etc., dass da keine Kosten dazukommen. Das ist richtig, oder? Stimmt, wir zahlen die Netto-Rendite und Netto ist auch wirklich Netto. Das heißt, dass die Eigentümer, die Besitzer, brauchen nur die Grundsteuer zu zahlen und das ist auch das Einzige, mehr nicht, null. Grundsteuer ist ungefähr 80 bis 100 Euro pro Jahr, das muss ich noch weiter verhandeln mit der Verbandsgemeinde, aber das ist das Einzige, was die Eigentümer zahlen muss. Die Rest zahlen wir, so Strom zahlen wir, Heizung zahlen wir, Pflege zahlen wir, neue Couchen, alles, was mal passieren kann an den Ferienhäusern, sind für uns, das sind unsere Kosten. Und wir sind
Das ist ein Konzept, was passt. Und wir freuen uns auf dem Konzept, weil das Wichtigste ist, dass das Haus in die gute Stand ist, dass das Haus gut gepflegt ist und gut aussieht, weil es sind unsere Gäste. Und unsere Gäste müssen wiederkommen. Und wenn wir das selbst machen, wir das selbst in die Hand haben, wir das selbst organisieren können, dann ist es immer auf die richtige Stand. Und wenn es nicht gut ist, dann haben wir ein Problem. Und die Besitzer hat kein Problem, weil die bekommt jede 3 Monate seine Pacht. Und dann bekommt er immer ausgezahlt mit Corona, ohne Corona, mit Gäste, ohne Gäste, Risiko null. Okay, sehr schön. Aber da kommen wir sowieso gleich nochmal zum Abschluss zu. Wie ist der Stand in dieser C-Zeit? Sehr schön. Ja. Ich kann noch was sagen über die Renovierung, was ich für ein paar Minuten, was nicht funktioniert auf einem Ferienpark, ich denke nirgendwo, aber nicht auf einem Ferienpark, das sind Handwerker und Gäste zusammen. Und darum sagen wir jetzt in die Corona-Zeit, klar, es ist schade. Andererseits haben wir jetzt wohl einen riesen Vorteil, dass wir viele Handwerker jetzt beauftragt haben. Die sind jetzt daran für die Renovierung. Und weil wir dann keine Gäste haben, können wir was extra Handwerker haben und können wir richtig Gas geben mit der Renovierung. Das ist doch das wichtigste Thema von das komplette Ferienpark. Also nutzen Sie schon jetzt die Krise als Chance? Ja, unbedingt. Sehr gut. Vielleicht sind Sie noch so nett, Herr Van Neumann, können noch mal was zu der Mietzahlung sagen, weil Sie haben es gerade schon angedeutet, die Mieten werden quartalsweise gezahlt. Die erste Miete fließt aber dann anteilig für das erste Quartal ja nach Kaufpreiszahlung. Das ist richtig, oder? Ja, wenn wir die Kaufpreis auf unserem Konto haben, wann dann auch, ist egal. Ab diesem Moment zahlen wir die Miete. Und die Miete zahlen wir pro Quartal. Zum Beispiel, wenn jemand am 10. März uns die Kaufpreis gezahlt hat auf unserem Konto, dann zahlen wir die 5% Rendite von 10. März bis 31. März und dann die nächsten 3 Monate bekommt ihr wieder Ende Juni. So, wir zahlen pro 3 Monate und wenn ihr halb ein Monat die Kaufpreis an uns zahlt, dann zahlen wir ab das Moment. Wenn ich das richtig verstehe, Herr Van Neumann, dann gehen Sie auch da immer in Vorleistung, oder? Nee, wir zahlen 3 Monate nachher. So, wir zahlen am Ende von das Quartal. Ah, okay, dann habe ich es richtig. Okay, gut, sehr gut. Wir zahlen pro 3 Monate. Okay, das ist das gut. Okay, also wie gesagt, ein ganz wichtiges Argument, keine Nebenkosten für den Kunden bis auf die Grundsteuer. Ja, und dann haben wir natürlich die üblichen normalen Kosten, die bei einem Immobilieninvest immer anfallen, nämlich 5% Grunderwerbsteuer für Rheinland-Pfalz und 2% Notar- und Grunderwerbsteuer. So, und damit Sie ein bisschen wissen, mit wem haben Sie denn eventuell oder Ihre Kunden denn hier zu tun? Wir reden hier von einem im Familienbesitz geführtes Unternehmen, was seit 1963, mein Geburtsjahr, Herr Van Leuven, existiert. Ja. Jung. Die Unternehmensgruppe betreibt alleine 8 Ferienparks in den Niederlanden. Ja, also es ist nicht nur so, dass die Unternehmensgruppe 1 in Deutschland hat, nein, 8 sogar aus ihrem Herkunftsland in den Niederlanden. Ja. Die Übernahme von dem Ferienpark Hambachtal geschah im Jahre 2017. Der Herr Van Leuven ist geschäftsführender Gesellschafter von mehreren, von allen Firmen, kann man fast sagen. Unter anderem natürlich auch von der Betreibergesellschaft, die uns und ihre Kunden dann angehen würde, nämlich der HFH, Betriebs GmbH und Co. KG. Wir reden auch hier, das kennen Sie vielleicht schon, oder das kennen die meisten wahrscheinlich, ich hatte ja schon gesagt, wir reden von einem Betreiberkonzept hier. Das heißt, wir haben hier einen fest abgeschlossenen Pachtvertrag von 20 Jahren. Und der Sitz dieser Firma ist natürlich in Deutschland, in Oberhambach, in der Hauptstraße 60. Und wie Herr Van Leuven schon vorhin gesagt hatte, die komplette Sanierung, die schon seit langem am Laufen ist und fortgehend weitergeführt wird, geschieht komplett durch den Betreiber und damit hätten Käufer, spätere Eigentümer nichts mit zu tun. Ja, schauen wir uns mal die Sanierungsmaßnahmen an, die bis im Mai 2020 in dieser Anlage stattgefunden haben. Die Unternehmensgruppe hat ein Volumen von knapp 6 Millionen für die Sanierung schon aufgewandt. Also das müssen Sie sich bitte vorstellen, 10, 2017 übernommen. Ja,
Und dann wurde angefangen sukzessive mit der Sanierung. 80 Ferienhäuser wurden bisher schon, ich zeige Ihnen gleich auch noch Fotos, saniert. Traumhaft schön, kann ich Ihnen sagen. Der Imbiss Tropicana wurde saniert. Es wurde ein neues Heizungssystem saniert. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu dem Heizungssystem auch sagen, Herr von Leuben. Ja, das ist ein BKAW, ein Blockheizkraftwerk. Wir hätten immer Öl und wir haben so ungefähr, jedes Jahr hatten wir ein Ölkosten so 400.000 Euro pro Jahr. Also Sie können sich vorstellen, einmal, jetzt haben wir 950.000 Euro investiert in eine Pelletsheizung und wir sind ungefähr bei 65.000 Euro pro Jahr an Pellets. So in 2 Jahre, 3 Jahre, 2,5 Jahre haben wir die komplette Investment raus und was. Das ist wichtig, die Euros sind wichtig, aber noch viel wichtiger ist all die Öl weg. Und jetzt mit den Pellets läuft hervorragend, super, wird sehr gut angenommen. Das heißt ja auch, Sie haben hier als Betreibergesellschaft erstmal sehr gut investiert, Ja. auch ökomäßig, energiemäßig, und Sie haben natürlich eine enorme Kostenersparnis auch dadurch, richtig? Ja, stimmt. Sehr, sehr weit gedacht natürlich auch. Ja. Dann wurde der Rezeptionsbereich komplett überarbeitet, die Bowlingbahn wurde saniert, die Minigolfanlage und der komplette Außenbereich im Eingang. Das ist bis 2020 alles passiert. Ja, stimmt. So, jetzt schauen wir uns mal, das sind keine Illustrationen oder sonst was, das sind jetzt Originalaufnahmen aus den Häusern, wie sie nach der Sanierung auch aussehen. Also Sie sehen hier auch Kamin, alles drin, alles, was das Herz natürlich auch begehrt, wenn man in Ruhe seinen Urlaub verbringen möchte, von seinem Alltag wegkommen möchte. Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was zu der Sanierung innen drin auch, Herr van Leuven. Das wäre mal ganz spannend. Ja, was wichtig ist, ist, dass wir alle Häuser auf die gleiche Stand renovieren. Das heißt, jedes Haus hat die gleiche Couch und jedes Haus hat die gleiche Stuhl und jedes Haus hat die gleiche Fernseher. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn was kaputt geht, dann geht es immer kaputt am Freitagmittag um 3 Uhr, wenn die Gäste anreisen. Und dann müssen wir ganz schnell die Sache austauschen können. Und das haben wir auch auf Lager und darum sehen die all die Ferienhäuser ähnlich aus. Und die Person, die in Haus 80 ist, die weiß nicht, wie Haus 90 ist, aber die sind dann grundsätzlich alle gleich. Darum sehen Sie auch auf die Bilder, dass die auch alle gleich sind. Sehr schön. Die komplette Renovierung von den Ferienhäusern, da investieren wir ungefähr 50.000 Euro pro Haus dran. Und dann, das heißt, dass wir neue Fenster, neue Boden, neue Decke, neue Verkabelung, neue Heizung. Nur die Außenwände, die bleiben so wie die sein und das Dach bleibt auch wie es ist. Und die Rest wird alles komplett saniert. Gut. Aber der Außenbereich und auch Dach, das ist ja völlig alles in Ordnung, richtig? Ja, klar, sicher, sicher, sicher. Gut, schauen wir Wenn uns es nicht jetzt. in Ordnung sein sollte oder wenn ein Problem mit dem Dach ist oder Dach kaputt geht oder was dann auch, sind wieder die Kosten für uns. So theoretisch, wenn ein Haus abbrennt, dann merkt die Eigentümer, die Besitzer merkt da nichts von. Wir halten das Haus versichert, wir zahlen die Prämie, wir bekommen das Geld von den Versicherern und wir bauen das Haus wieder neu. Und die Besitzer bekommt jede 3 Monate seine Miete, obwohl er ein Haus hat oder abgebrannt ist oder halb abgebrannt ist oder wieder neu aufgebaut ist. Wir zahlen alles und wir sorgen für die Instandhaltung von alles. Sehr schön, sehr schön. Also es ist doch noch etwas anders als bei unseren bekannten Sozialimmobilien, weil hier kommt ja wirklich der Herr van Leuven mit seiner Betreibergesellschaft für alles dann auf. Machen wir einen Blick in die Zukunft. 2020, wie gesagt, haben Sie schon gehört, ist im vollen Gange die Sanierung. Ein Volumen von 3,5 Millionen werden bis 2021 da in die Sanierung reingesteckt. Es werden weitere 75 Ferienhäuser komplett saniert, genau in dem identischen Stil, wie Sie gerade auch die Bilder und wie der Herr van Leuven gerade auch gesagt hatte, wird das Ganze durchgeführt. Weiterhin wird die Sauna komplett saniert. Das wunderbare tropische Schwimmbad. Vielleicht können Sie da auch was zu sagen, weil das habe ich gestern ja auch in den Unterlagen nochmal nachgelesen. Das ist ja auch eine Sanierung auf dem neuesten modernen Stand. Richtig, Herr van Leuven? Ja, das stimmt. Das ist wohl die schlimmste Renovierung, die wir machen müssen.
Weiter investieren wir 2,1 Millionen im November dieses Jahr und die sieht man nicht. Da investieren wir in Pumpe, neue Pumpe in das Schwimmbad und eine neue Lüftungsanlage. Und das sieht alles unter dem Boden. So das Geld, das fließt unter dem Boden, sieht man nicht, aber es muss für die Stand für das Schwimmbad. Das Schwimmbad ist auch so 35 Jahre alt und das muss ganz dringend passieren. Das haben wir mittlerweile auch beauftragt. Aber das sind Euros, die man nicht sieht, aber die muss man wohl in die Hand nehmen, um auf die heutige Stand zu bleiben. Okay, sehr schön, danke schön. Dann wird die Außenseite vom Zentralgebäude, also die zentrale Anlaufstelle, saniert. Nochmal in der Bowlingbahn wird weiter ausgearbeitet. Ja, und der Ausblick, da habe ich einen Schreibfehler drin, für 2021 sind dann nochmal 50 Ferienhäuser. Und in der Anlage befindet sich eine Tennishalle. Und das finde ich ganz, ganz spannend, mit Außenplätzen. Herr van Leuven, was passiert denn mit der Tennishalle? Vom Konzept her finde ich sensationell, weil hier soll ja was für Kinder errichtet werden. Ist das richtig? Ja, stimmt. Wir haben einen Tennishalle mit 3 Tennisplätzen. Und die Tennishalle, die bauen wir um zu einem Kinderspielparadies. Die ist dann für unsere Gäste und für die Umgebung. Das wird sehr gut angenommen. Ich habe jetzt das Vertrag mit dem Tennisclub gekündigt. Und daneben gibt es noch 2 Tennisplätze draußen. Und die behalten wir. So, jeder Gast kann Tennis spielen, aber dann nicht mehr in die Halle. Genau, aber auch für die Kinder ist dann neben Spielplätzen natürlich nochmal was ganz, ganz Interessantes. Ich weiß es von meiner Tochter, mit der muss ich andauernd in so einen Indoor-Spielplatz. Ja, wenn schlechtes Wetter ist zum Beispiel. Und die Kinder sind wunderbar beschäftigt. Also gefällt mir vom Konzept her wunderbar. Und dann ist für die Zukunft vorgesehen, ich habe es schon angedeutet, der Herr van Leuven mit seiner Bauträgerfirma. Man muss hier nämlich komplett trennen. Ja, auch das nochmal, da werden wir aber gleich nochmal dazu kommen. Wird hier ein Neubau von 40 Wellnesshäusern in die Anlage integrieren. Herr van Leuven, was dürfen wir als Vermittler darunter verstehen? Ja, das Thema Wellness ist immer wichtiger und auch in einem Ferienhaus, dass man mit der eigenen Familie schon Wellnesshaus mieten kann und auch ein bisschen größer, weil wir haben jetzt nur 4 und 6 Häuser und ich möchte auch gern 8, 10 und 12 Häuser haben. Und im Bebauungsplan haben wir die Möglichkeit, das zu erweitern. Wir haben jetzt die Architekten beauftragt, um einige Skizzen zu machen. Aber ja, wichtig ist, dass wir was anderes daneben bauen. Das ist nicht nur die Ferienhäuser, die wir jetzt haben, aber auch ein anderes Konzept. Okay, sehr schön. Und ich kann nur immer wieder betonen, und das in der heutigen C-Zeit. Ja. So, schauen wir uns mal den Umsatz an. Ich hatte es ja schon gesagt, in 2017 hat der Herr van Leuven dieses Objekt übernommen. Und man kann es doch so ausdrücken, Herr van Leuven, dass Sie ein Objekt übernommen, was halt vom Standort unheimlich interessant war, von den Kapazitäten interessant war, aber Sie haben es mit 0 Umsatz übernommen. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Es ist so, das Ferienpark ist von 1980. Und in 2003 hat Roompot, das ist ein holländischer Ferienparkbetreiber, man hat in Holland Centerparks, Landal Greenparks und Roompot. Und Roompot hat das Ferienpark gekauft in 2003. Roompot hat 0 Euro investiert, hat nichts gemacht. Und Roompot hätte die Anteile gern verkauft. Und das habe ich gemacht für Roompot in die Sommer von 2017. Und dann sollte Roompot weiter buchen. Und die Buchungen von Roompot, die waren immer so zwischen 2,6 und 3 Millionen Euro. Und da haben die gesagt, okay, wir machen einen Vertrag, wir buchen weiter. Da haben wir gesagt, wir renovieren. Da hat Roompot gesagt, wir machen immer 3 Millionen Euro Umsatz. Nou, die Verträge hätten wir im Entwurf. Ja, und dann ist er was passiert. Ich weiß bis jetzt noch nicht was, aber Roompot hat von die einen auf die anderen Moment gesagt, wir machen nichts mehr. Und dann hatten wir es gekauft, wir waren fertig, wir hatten Personal, wir hatten alles fertig. Am 1.10. Nur wir hatten kein Reiseveranstalter, wir hatten kein Buchungsbüro, wir hatten nichts. Und dann mussten wir doch anfangen. Und da sind wir selbst angefangen mit dem Marketing, mit der Werbung und mit alles. Und wenn man dann anfängt, am 1.10. mit Umsatz 0 und 250.000 Euro Kosten per Monat, dann hat man wohl eine Aufgabe. Aber Sie haben, wenn man das jetzt dann auch mal sieht, 2018, 2019, auch diese, ich drücke es mal so aus, diese Krise, ja, wo Sie ja gar nicht mit gerechnet haben,
hervorragend überstanden. Und wenn Sie da mal die Steigerung, meine Damen, meine Herren, hier sehen, 2018 waren es dann schon 1,7 Millionen. Und Ende 2019 waren es dann 3,2 Millionen. Ja, was ich gemacht habe, ist zwei sehr gute Marketing-Personen beim anderen Betrieb weggeholt. Die haben sich bei mir beworben, aber ich habe denen ein bisschen geholfen. Und die sind bei mir angefangen. Das sind auch Deutsche. Das ist ein junge Frau und ein Mann. Und die hatte sehr gute Kontakte mit der deutschen Reiseveranstaltung. Und die habe ich eingestellt, die sind bei mir angefangen und die machen einen hervorragenden Job. Und das ist auch der Grund, dass wir mittlerweile 75% deutsche Gäste haben. Früher in der Zeit von Rompot war es 98% Holländer, aber jetzt sind wir bei 76% deutsche Gäste. Und das kommt, weil ich deutsche Marketingpersonen habe und Reise. Und ja, dann sieht man auch, dass das Park in Deutschland sehr gut angenommen wird. Sehr gut. Ist natürlich eine sehr gute Aussage, diese Prozentquote alleine an deutschen Urlaubern. Und das spiegelt ja meine Eingangssätze wieder, dass 55 Millionen Menschen in Deutschland mehr als 5 Tage auch in den verschiedensten Bereichen auch Urlaub gebucht haben. Ja, meine Damen, meine Herren, geplant waren für 2020 und ich gehe davon aus, Herr Van Leumen, dass da die Reservierungen feste auch schon vorlagen von 4,3 Millionen als Umsatzziel. Das ist richtig, oder? Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt dauert, aber wenn wir, ich denke, so wie es jetzt aussieht, wenn wir am 1.6. wieder aufgehen dürfen, dann schaffen wir die 4 Millionen dieses Jahr noch wohl. Ehrlich? Ja. Wow, ja. Sehr schön. Wir haben jetzt an Buchungen, die sind jetzt im Bestand 1,8 Millionen Euro, bis jetzt, was gebucht worden ist. Und die haben Sie jetzt alle praktisch erstmal zurück? Nein, ich habe, muss ich mal vorstellen, die Krise ist angefangen so 15., 16. März und seitdem haben wir 21.000 Euro zurückgezahlt an Buchungen. Das ist nichts, das ist fast null. Und was habe ich gemacht? All meine Mitarbeiter habe ich alle Gäste anrufen lassen, persönlich anrufen und versucht, die Buchung neu zu machen, die Buchung zu verschieben nach Oktober, nach September, nach November, was dann auch. Und wir haben die alle angerufen, wir haben alle versucht, ein Deal zu machen, dass wir sagen, okay, wir machen eine neue Buchung und sie kommen in spätere Zeit wieder zurück. Und bis die 21.000 haben wir das mit alle geschafft. Und 21 zurückzahlen in dieser Zeit, wenn Sie diese Beträge sehen, ist ganz wenig. Ja, sensationell. Sind wir bei den Folgen der C-Zeit, der C-Krise? Ja, der Herr Van Leumen sagte mir das gestern am Telefon. Es wird trotz allem, und das muss man sich bitte echt mal vorstellen, obwohl im Moment noch keiner in Anführungsstrichen natürlich weiß, wann kann dieser Ferienpark wieder eröffnet werden, wird pro Woche momentan ein Haus protokolliert. Ist das richtig, Herr Van Leumen? Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben noch viele Anfragen. Ich habe diesen Freitag wieder 2 Termine mit Kaufinteressenten. Das Geld auf dem Bankkonto bringt nichts. Die wollen doch noch was kaufen, die haben Interesse. Und ich sehe, dass so ein Ferienpark, das Konzept, das Betreiberkonzept, ein gutes Konzept ist für die Zukunft. Und was sie dann auch immer sagen, okay, wenn dann auch was passieren sollte, dann habe ich in jedem Fall mein Grundstück noch, meine Fläche noch, ich habe mein Haus noch und habe ich vielleicht ein paar Monate keine Rendite, aber ich habe mein Eigentum, mein Besitz. Und das sehe ich jede Woche, ja, bleibt ein riesen Interesse. Und jede Woche habe ich noch wieder Beurkundung, es läuft weiter. Ja, geht eigentlich trotzdem sehr gut. Es sind einige, die haben auch die Notartermine verschoben nach Ende Juni, das stimmt. Aber trotzdem läuft es noch so weiter, jede Woche ein Haus. Das ist natürlich in der heutigen Zeit eine Sensation, ja gerade in dieser Ferienimmobilien-Asset-Klasse, muss ich sagen. Aber ja. Die sprechen mir aber auch gerade aus der Seele von der Argumentation, das ist ja das, was ich in meinen Trainings auch immer sage, meine Damen, meine Herren, investieren Sie in Sachwerte. Ja, was Herr Van Leumen gerade richtig auch sagte, ohne dass wir uns da überhaupt abgesprochen haben,
Selbst wenn irgendwas passieren sollte, der Kunde behält Grund und Boden, hat sein Haus. Nicht wie bei den Geldwerten. Aber gut, auf dieses Thema wollen wir heute gar nicht eingehen. Und was ich in der Granate finde, ist natürlich, dass sämtliche Firmen von Herrn van Leuven kein Liquiditätsproblem haben. Weil sonst könnte er auch jetzt zum Beispiel gar nicht weiter sanieren. Ja, er könnte nicht die Pacht zahlen und er zahlt trotz Leerstand. Ja, und wie lange haben Sie es jetzt schon leer stehen, Herr van Leuven? Alles. Also der Stillstand wegen der Krise, seit wann ist der, dass Sie keine Urlauber mehr reinlassen? Seit 16., 17. März. Ah, okay. Da reden wir von einem Zeitraum von über 2 Monaten. 5 Wochen, 6 Wochen. 6 Wochen ungefähr, 7 Wochen. Und trotzdem erhalten die Eigentümer ihre Pacht, als wenn alles selbstverständlich ist. Und das, sage ich, das macht ein Betreiber gerade in dieser Asset-Klasse natürlich aus. Und dass die Sanierung jetzt auch noch weitergeführt wird, ist natürlich auch ein Hammer, ja, weil, wie gesagt, er nutzt die Zeit, keine Urlauber dort und dann kann man richtig zügig, schnell und qualitätsmäßig natürlich durchsanieren. Ja, wie gesagt, kein Liquiditätsproblem. Es wird natürlich vieles, ich hatte mich da gestern mit dem Herrn von Leuven natürlich drüber unterhalten, es wird natürlich vieles, ja, mit Eigenkapital gemacht. Es wird allerdings auch vieles mit KfW-Fördermitteln gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich finde es einfach super. Ja, Herr van Leuven, wo ich gerne, was ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, da haben wir ja auch drüber diskutiert, ist die sind noch 2 Punkte. Einmal, dass Sie vielleicht noch mal was zu den beiden Unternehmungen sagen, dass das auch wirklich strikt getrennt ist, die Bauträgergesellschaft auf der einen Seite mit der Betreibergesellschaft auf der anderen Seite. Ja, ich denke, was wichtig ist für unser Konzept, ist, dass wir einerseits die Besitzgesellschaft haben und in die Besitzgesellschaft, das sind die Ferienhäuser und das Apartmentgebäude, und andererseits haben wir die Betreibung. Die Betreibung ist die HFH, Betriebs GmbH und Co. KG. Und die Verkauferlöse von die Ferienhäuser, die kommt in die Besitzgesellschaften. So, und davon zahlen wir auch die Renovierung. So, wenn ich ein Haus verkaufe und ich bekomme 100.000 Euro netto, dann gebe ich auch wieder 100.000 Euro netto aus für die Renovierung. So, wenn ich sage zum Beispiel, dieses Jahr renovieren wir noch 3 Millionen, dann muss ich dieses Jahr noch 30 Häuser verkaufen. Und das bleibt separat. Und daneben haben wir die Betreibergesellschaft, die HFH Betriebs GmbH und Co. KG. Und davon, da aus die Betreibergesellschaft zahlen wir die Pacht, da zahlen wir die Löhne, da zahlen wir die Pellets, da zahlen wir Strom, da zahlen wir die komplette Betreibung von das Ferienpark. Und doordat wir das so trennen und nicht von links naar rechts und von rechts naar links verschieben oder schieben, kunnen we dat zo vasthouden en kunnen we ook in deze slechte tijd, in die coronatijd, kunnen we renoveren blijven, waar we die verkooferlöse in die bezitsgesellschaften bekommen en daar ook weer uitgeven. En in die betreibergesellschaft, daar hebben we ons eigen kapitaal, maar daneben hebben we dat goedsurlaubgeld of dat goedsarbeitergeld en we hebben die KfW-mittel. Und als kleines Beispiel, wir haben 1,5 Millionen KfW-Mittel bekommen. Unsere Raiffeisenbank, die hat unsere Hausbank, die hat das für uns beantragt. Und in 3 Tagen hätten wir das grüne Licht. Und letzte Woche haben die erste Gelder ausgezahlt. Und so, wir kriegen Support von allen und darum machen wir uns auch keine Sorgen. Sehr schön, sehr schön. Und der zweite Punkt, den halte ich, weil Sie sind der absolute Fachmann dafür natürlich auch. Wir reden ja hier auch, beziehungsweise sind ja auch mit dem Stichpunkt Steuern auch beschäftigt, weil wir ja hier von einem gewerblichen Objekt sprechen. Vielleicht können Sie unseren Kooperationspartnern mal erklären, wie wird denn das auch aus der Sicht der Mehrwertsteuer eigentlich gehandelt? Es ist so, im Kaufvertrag steht, dass jeder Käufer Mehrwertsteuer zahlen muss. So, er muss 90% zahlen über die Kaufpreis. Die Kaufpreis ist dann netto. Aber wenn Sie werden Unternehmer im Sinne des Finanzamts. So, Sie werden kein Unternehmer im Sinne des Handelsregisters, aber nur im Finanzamt. Und dadurch sagt eigentlich das Finanzamt, Sie müssen 90% Mehrwertsteuer zahlen. Aber weil sie Unternehmer sind, im Sinne des Finanzamts, zahlt das Finanzamt die 90% gleich wieder zurück.
Und dann sagt das Finanzamt, die Kreislauf, die möchten wir nicht, das bringt uns nicht. Sie zahlen uns und wir zahlen direkt wieder zurück. Sie brauchen uns nicht zu zahlen. Das sind nur zwei kleine Probleme. Die Notar soll das eigentlich im Vertrag schreiben. Aber die sagt, ja, das mache ich nicht, weil ich kann das Finanzamt nicht binden. So, die Notar schreibt, sie müssen Umsatzsteuer zahlen. Und das Finanzamt, die sagt, nee, brauchen sie nicht zu zahlen. Dann sage ich, schreib mir dann ein Schreiben oder ein Mail. Sagen die nein, weil die Käufer müssen das zahlen, aber wir verlangen das nicht. So, am Ende haben wir jetzt 45 Ferienhäuser beurkundet und keiner hat Umsatzsteuer gezahlt. So, wir können Ihnen das nicht schriftlich geben, aber die Erfahrung ist, dass keiner Umsatzsteuer zahlt und bis jetzt noch nicht gezahlt hat auch. Wie würde man das denn handeln, wenn plötzlich ein Finanzamt sagt, Sie müssen aber jetzt mal die Umsatzsteuer zahlen? Das passiert nicht, aber wenn das passieren sollte und die Käufer, die kauft das von seinem letzten Geld, dann kommt er zu mir und dann zahle ich ihm die Umsatzsteuer und dann zahlt er mir die in 3 Monaten wieder zurück. Wenn sie dann retour beim Kunden wieder geflossen. Ja, aber die bekommen die alle zurück. Die bekommen die entweder in einem Monat, spätestens in 3 Monaten wieder zurück. Ja. So, wenn ein Kaufinteressent Liquiditätsprobleme hat für die Umsatzsteuer, dann helfen wir, weil die kommt sicher wieder zurück. Und am Ende bin ich auch sicher, dass keiner die Umsatzsteuer zahlt. Wenn bis jetzt die 45, die nicht gezahlt haben, dann zahlt die Rest die auch nicht. Okay, was ich auch mitgekriegt habe, Herr van Leuen, man sollte auch aus steuerlichen Gründen, kein Kleingewerbe anmelden. Ist das richtig? Das ist richtig. Nee, da braucht man auch nichts zu tun, muss man auch nicht tun. Okay. Sie müssen das sehen als private Person, die ein Privatinvestment macht. Nur für das Finanzamt sind Sie Unternehmer. Und das hat nur mit der Mehrwertsteuer zu tun. Okay. Und wenn es da steuerliche Fragen geben, dann können wir ja uns vertrauensvoll an Sie, beziehungsweise, was ich weiß, haben Sie einen sehr, sehr guten Wirtschaftsprüfer im Hause. Ist das richtig? Ja, die haben wir sicher. Es ist schwer für einen Holländer, so wie ich, um das deutsche Steuergesetz zu erklären. Das ist für einen Steuerberater schwer und so für mich ist sicher schwer. Aber wir haben einen ganz guten Steuerberater und die kann alle Fragen beantworten. Und die hat auch die Erfahrung mit die ersten 45, so okay. Kein Problem. Sehr schön. Und da könnten wir uns dann vertrauensvoll natürlich an Ihren Steuerberater wenden. Ja, sicher. Die meisten Kaufinteressenten haben ihren eigenen Steuerberater wohl, oder? Ja, wobei natürlich da immer die Aussagen, ich sage immer, Steuerberater ist nicht gleich Steuerberater. Und wenn man dann einen Fachmann natürlich hat, der sich gerade in dem Segment... Ja, besser. Dann ist das natürlich immer besser. Viel besser, viel besser. Gut. Ja, das zu der steuerlichen Begebenheit. Wie gesagt, wenn Sie da auch Fragen zu haben, schicken Sie eine E-Mail, rufen Sie mich an. Gar kein Thema. Am besten eine E-Mail, weil ich kann diese E-Mail dann auch direkt an den Herrn van Leuen weitergeben, damit er das an seinen Steuerberater weitergeben kann, auch zur Beantwortung. Noch eine kurze Abschlussfrage, Herr van Leuen, und zwar, wie viele... Sie sagten vorhin, 45 Häuser sind schon verkauft, richtig? Ja, beurkundet. Oder beurkundet, genau, notariell beurkundet. Wie viel waren denn besichtigen von diesen Kunden? 25, 30. Oh, okay. Ja, so ungefähr. Und die anderen haben dann vom Papier ausgekauft? Ja, nur vom Papier ausgekauft. Respekt, ja. Okay. Ja. Ja, das ist eigentlich auch die Kaufinteressenten, die das Konzept verstehen, die kaufen von Papier. Nur die sagen von, ja, wo ist das Ferienpark, was sieht da aus und wie ist das? Und ja, die wollen mir vielleicht eine Hand geben oder so. Ja, jetzt geht das nicht in Hand geben, aber vielleicht in einem Monat wohl wieder. Die kommen vorbei, aber viele kaufen von Papier, ja. Sehr gut. Ist auch mal eine gute Aussage. Und jetzt noch, fällt mir jetzt gerade ein, weil die Frage kommt ja mit Sicherheit. Wenn ich jetzt Eigentümer geworden bin von dem Haus, habe ich denn auch die Möglichkeit, selber mal dieses Haus zu nutzen? Ja, jeder Eigentümer hat die Möglichkeit, 2 Wochen im Jahr das Haus zu benutzen. Das nennen wir Eigennutzung und das bekommen die umsonst. Die Kosten, die wohl haben, sind die Kosten von Reinigung, Bettwäsche, Handtücher und so. Aber die Kosten von das Haus ist dann frei und das ist 2 Wochen. Und normalerweise kriegt man dann ihr eigenes Haus. Aber ja, wenn es parkvoll ist oder voll belegt ist,
dann muss ich eine andere Lösung suchen, dann finde ich ein anderes Haus. Und die Eigennutzung, die wird, muss ich sagen, wohl genutzt. Aber was mich jetzt auffällt, ist, dass sie nicht so viel genutzt wird durch die Eigentümer selbst, aber durch Bekannte von den Eigentümern. So zum Beispiel, sie haben heute Abend einen Geburtstag und sie denken, ja, was soll ich verschenken? Nou, dan kunnen ze een Wochenende Hambachtal verschenken. En zo wordt die Eigennutzung ook veel genutzt. Ja, en dat gaat immer besser. Maar twee Wochen, ze hebben recht op 2 Wochen Eigennutzung, wenn das Haus leer steht. Im Sommer geht das nicht, mit Weihnachten und Silvester geht auch nicht, mit Ostern auch nicht. Aber in die Nebensaison, dan hebben ze das recht, kunnen daarvan gebruik maken. En ze kunnen ook öfter komen. Ze kunnen, wenn das Haus jedes Wochenende leer steht, dan komen ze. Und wir freuen uns über jeden Gast, dass wir dann kein Geld von das Haus bekommen, dann haben wir wohl Geld für die andere Sache und für Essen und Trinken. So, ja. Eigennutzung, ja, sehr gerne. Kommen Sie mal vorbei. Also das heißt auch praktisch, das ist egal, wer, wenn der Eigentümer dir einen Gutschein als Geschenk gibt, das müssen nicht nur Familienangehörige sein, das können auch Freunde, Bekannte. Ja, Bekannte, ist egal. Ist egal. Die Besitzer, die Eigentümer hat das Recht. Und was sie damit macht, muss sie selbst entscheiden. Okay. Theoretisch könnt ihr es verkaufen. Theoretisch könnt ihr es auch noch verkaufen. Das hat einen Wert. Okay, ja, das ist richtig. Und die 2 Wochen, wenn ich das also auch richtig verstanden habe, die müssen auch nicht am Stück genommen werden? Nein. Das meiste ist von Freitag bis Montag oder von Donnerstag bis Sonntag oder ja. ist egal, was die möchte. Die meisten rufen mir an und die sagen dann, ich möchte gerne dann und dann kommen. Dann gucke ich in unseren Kalender, ob das passt. Und dann schicke ich dir ein E-Mail zur Bestätigung und es erledigt. Na, sehr schön. Super. Ja, Herr Wallon, recht herzlichen Dank erstmal für diese Auskünfte. Wir sind an sich auch fast schon am Schluss. Ich möchte nochmal einige Fotos zeigen. Vielleicht, Herr Wallon, sagen Sie nochmal was dazu, weil Sie kennen Ihre Anlage in- und auswendig. Hier sehen wir das Tropical-Schwimmbad. Was ist dort alles so enthalten? Ja, da haben wir unterschiedliche Bäder. Das ist ungefähr 4000 Quadratmeter. Insgesamt mit 4 unterschiedlichen Bädern und die Rutsche. Okay, und die wird wahrscheinlich sehr stark in Anspruch genommen. Ja, und Ferienpark ohne Schwimmbad geht gar nicht. Denke ich mir. Das gehört dabei, das gehört zusammen. Wie durch den Schwimmbad, durch den unsere Gäste sehr gut genutzt, aber auch durch die Einheimischen. Also die gehen da auch rein? Ja. Wenn Sie mal Sonntagmittag gucken, auf dem Parkplatz ist voll. Wow, okay. So, und dann sehen wir hier die Bowlingbahn. Ja, das ist noch die alte Stand, die wird jetzt renoviert. Auch wie es renoviert, ist fast fertig. Ich denke, Ende nächste Woche ist die fertig. Also auch auf den neuesten, modernsten Stand. Ja, neueste Stand, neue Technik, alles. Sehr schön. Und die wird auch von der Bevölkerung wahrgenommen? Ja, sicher. Ja. Okay, das heißt, Sie sind ja nicht nur auf Urlauber angewiesen, sondern das ganze Rahmenprogramm, Freizeitprogramm, was Sie bieten, kann von der Bevölkerung und Umkreis natürlich in Anspruch. Wir haben ganz viele Einheimische. Wir haben jetzt einen Stopp auf die Anmeldung zum Beispiel für Silvester und für Weihnachten. Weil die kommen alle brunchen. Wir haben jeden erste Sonntag vom Monat brunchen, nur Einheimische. We hebben tandsteen voor die Einheimische, die bowling dan, minigolf, tennishallen wordt veel genutzt. We maken veel voor die Einheimische en die komen ook veel en immer meer en zeer gerne. Oké, zeer schön. Zo, wat heb ik nog voor Bilderchen? Wat zien we denn hier? Dat is we hebben Imbiss Tropicana. Dat is aan deze zijde is de nasbereich. Rechts onder, daar is een treppe zum Schwimmbad. Die Feriengäste, die unter beim Schwimmbad sind, die können hier hoch, die können hier sich einen Tisch aussuchen und können hier essen und trinken. Und neben die Bar, hinter dem Bar, ist auch die Imbiss Tropicana, das ist das Trockenbereich, da kommt man von der Außenseite. Ah, okay, auch vom Konzept her sehr gelungen. Alles und alles neu. Und alles neu, genau, die haben Sie ja schon. Die ist das Eingangsbereich. Hier kommt man, wenn man links die Treppe hoch, kommt man hier bei dem Eingangsbereich. Wenn man die Tür reingeht, da steht auf Willkommen. Kann man vielleicht nicht so gut sehen, aber da steht Willkommen. Und dann geht man rechts durch die Rezeption. Okay. So, dann haben wir hier nochmal ein Foto vom Schwimmbad. Und hier nochmal kurz, nur mal. Das ist ein Angebot für die Tennishalle, wo wir das Spielparadies für die Kinder machen möchten. Okay, sehr schön. Sehr schön.
Ja, Herr von Leuten, ich darf mich recht herzlich für die hochinteressanten, spannenden Aussagen bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die 15 Minuten, 60 Minuten Zeit genommen haben. Weil ich fand es sehr gut, was Sie auch zu der C-Krise noch gesagt haben, wie es weitergeht etc. Ja. Und dass wir uns vertrauensvoll dann auch an Sie wenden können, wenn es vor allem um die steuerlichen Gesichtspunkte etc. geht. Ja, meine Damen, meine Herren, ich glaube, Sie haben heute ein hervorragendes Produkt vorgestellt bekommen, ja, was den Trend Ferienparks angeht, mit einem sehr bonitätsstarken, renommierten Betreiber, der seit 1963 oder das Unternehmen seit 1963 im Familienbesitz auch geführt wird. Und ich glaube, wir haben heute sehr viel erfahren können, was für mich immer das Entscheidende ist, wie ist die Bonität, ja, gerade in so einer Spezialimmobilie. Und die sehe ich hier als sehr, sehr gut. Und ich habe da schon auch die Auskünfte von anderen Stellen erhalten. Passt hervorragend, Herr von Leuven. Ja, wir werden auf den Trend Ferienparks einspringen. Vor allem auch im Hinblick als Kapitalanlage. Ja, vor allem für Kunden, sage ich jetzt mal, die schon einige andere Assetklassen natürlich auch gekauft haben. Und was natürlich auch hier hoch interessant ist, ist natürlich auch die hohe, extrem hohe Mietrendite von 5%, meine Damen, meine Herren. Ja, das sucht seinesgleichens, auch, sage ich jetzt mal, in einem Zukunftsmarkt. Und meine Meinung ist die, ich hatte mich da auch schon mit einem Kollegen unterhalten, mal vor 2 Wochen drüber. Er hatte mich nämlich auch auf das Thema Ferien angesprochen, was ich davon halte. Und dann habe ich gesagt, okay, was passiert denn, wenn mal die Krise einigermaßen abflacht oder vielleicht sogar ganz irgendwann mal in meinen Augen zu Ende geht? Werden die Deutschen ins Ausland fliegen oder werden sie mehr in Deutschland bleiben? Und hier sage ich einfach, liegt der Herr von Leuven mit seinem Konzept richtig, weil meiner Meinung nach, und wenn man auch viele Expertenmeinungen hört oder auch in den Medien hört, tendieren jetzt schon viele Deutsche dahin, dass sie ihren weiteren Urlaub in Deutschland machen werden. Und das ist natürlich eine Aussage, das ist natürlich auch für viele Ferienparks, Herr von Leuven, sehe ich richtig so, oder? Ja, das stimmt unbedingt. Unbedingt. Eine Riesenchance. Und was mir heute so gefallen hat, ist die positive Ausstrahlung von Herrn van Leuven, weil Sie kennen meinen Spruch auch immer oder den von Peter Hertling. In der Krise liegt die Chance und die Chance muss man einfach nutzen. Und ich bin der Meinung, hier die Firmen von Herrn van Leuven nutzen sie sehr, sehr gut. Und damit, Herr van Leuven, darf ich Sie dann verabschieden, mich noch einmal bedanken, meine Damen, meine Herren, bei Ihnen auch, dass Sie die Zeit heute genommen haben. Wenn Sie Fragen haben, die haben Sie mit Sicherheit, ja, ich sagte schon, schicken Sie mir eine E-Mail, j.koltermann@dgfrp.de. Kontaktieren Sie mich am Telefon mit 0151 525 3450. Meine Damen, meine Herren, nehmen Sie an unseren Sprechstunden teil. Heute um 14 Uhr ist wieder eine schöne, lockere Gesprächsrunde, wo man sehr gut Strategien erarbeiten kann für auch diese Asset-Klasse. Ja, wir werden auch hier ein Modell überlegen. Das, wie gesagt, haben wir jetzt als ganz neue Asset-Klasse mit aufgenommen, wie Sie ins Handeln kommen können, ja, wie Sie vielleicht Ihre Kunden ansprechen können. Für denjenigen, der es heute schon interessant ist, Sie können heute loslegen, kommen Sie ins Handeln, rufen Sie Ihre Kunden an. Wer gerne ein Kundenseminar auch darüber haben möchte, im digitalen Wohnzimmer, wir machen es für Sie. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir es gestalten. Ich gehe davon aus, dass auch bei diesem Kundenseminar uns wieder, ich sage es jetzt einfach mal, Herr van Leuven, auch zur Verfügung stehen wird, um natürlich mit seinen fachmännischen Aussagen natürlich auch dann Ihre Kunden, die in diesem Kundenseminar, Webinar-Seminar ist falsch, Webinar sitzen, natürlich begeistern werde. Ja, meine Damen, meine Herren, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielleicht sehen wir uns heute um 14 Uhr, wie gesagt, in unserer Immobiliensprechstunde. Klicken Sie sich über Zoom ein, gehen Sie auf unsere Seite, dort können Sie sich einklicken dann. Freue mich auf Sie. Ansonsten diejenigen, die ich heute nicht mehr höre in der Sprechstunde oder vielleicht nur später irgendwann am Telefon oder gar nicht diese Woche, wünsche ich eine gute Woche, eine erfolgreiche Woche und bleiben Sie gesund. Sie kennen meinen Lieblingsspruch, viele von Ihnen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, lassen Sie sich aber auf der anderen Seite keine Angst machen. Ja, nutzen Sie die Chancen, die Sie jetzt auch haben. Gehen Sie Vollgas, gehen Sie voran. Herr van Leuven, ich bedanke mich bei Ihnen auch nochmal. Bis demnächst, meine Damen, meine Herren. Nächste Woche Dienstag um 11 Uhr das Thema Sozialimmobilien mit den zwei Bereichen stationäre Pflegeimmobilie und auf der anderen Seite das betreute Wohnen. Ja, dann, wie gesagt, wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bis dahin, Ihr Achim Holtermann aus Nienburg-Weser. Recht herzlichen Dank.